Hallöchen Leute, willkommen zu Part Nummer 2 von der Speak Containment Breach. Was zum Henker war das denn jetzt für eine scheiß schwule Begrüßung? Ja, willkommen zur weiteren Folge zu Part Nummer 2. Was soll es SDFG? Werde ich irgendwann mal probieren, aber jetzt erstmal nicht. SCP-513. Das haben wir zuletzt mal im letzten Part schon gesehen, allerdings bin ich ja da einfach wie ein blöd rumgerannt. Ich habe mich gerade noch gewundert, wieso ging der letzte Part eigentlich 37 Minuten, wenn ich doch nur 30 Minuten machen wollte. Ja, das lag ja daran, dass ich da zum Schluss unbedingt nochmal meinen Horror haben wollte und ich dann nochmal ganz querfeld irgendwo eingelaufen bin. 23.33 Uhr, natürlich immer nachts aufnehmen, ist klar. Auch wenn es letztes Mal 2 Uhr gewesen ist, egal, 23.33 Uhr geht auch. Gespielt wird also bis 0.35 Uhr Geisterstunde. All Interrogations BIP SCP-513 ist ein dünner Emachi sonst was Humanoid mit abnormalen langen Händen. Bitte was? Hi. Na, das ist noch wieder zurück in unsere Abstellkammer. So, gut, ich habe nachgelesen, Level 3 Karte, warte mal. Kurz mal ein bisschen lauter machen hier, ich höre kaum was. Wir wollen ja die ganzen Geräusche direkt hören. Kurz mal den da machen. Auf Very Fine stellen. Nun ist es, glaube ich, random, ob da jetzt eine scheiß Mastercard rauskommt oder ob da eine Omnicard rauskommt. Mit der Omnicard kann man auch alle Türen öffnen, dann nehmen wir uns die einfach mal. Zur Not haben wir die Playcard. Richtig. Darauf speichern wir ein. Ultimate haben wir. Genau. Omni haben wir, Ultimate haben wir. Die Batterien können wir eigentlich alle wegschmeißen. Playcard, die können auch wieder zurückformen lassen. Indem wir, glaube ich, auf 1:1 stellen oder so. Ich habe ein bisschen studiert. Ich war gerade eben auf der Website. Schöne Musik übrigens. Habe ich mal gleich die Musik bei YouTube erstmal angeguckt und so. Gasmask kann man jetzt noch verbessern, indem man die da reinpackt und auf keine Ahnung stellt. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Das war, glaube ich. Sagt mir jetzt nicht, dass SCP-106 ein neues Geräusch hat, wenn er näher kommt. Wenn er irgendwo respawnt. Weil das war gerade SCP-106, wie er sich gerade irgendwo durch die Wände gefressen hat. Da hat man so ein schmatzendes Echo gehört, als ob irgendwas rosten würde. Ich hab Fantasien. Oh, wieso springt denn die Kamera schon wieder so rum hier? Ich bewege meine Maus immer ganz langsam und ganz plötzlich immer dann zack, dreht er auf einmal so weg. Ja, ist die jetzt verbessert oder nicht? Cool, Tatsache. Unendlich Speed. Unendlich Laufen, cool. Geil. Speichern! So, jetzt können wir die Scheiße hier mal wieder verlassen. Herrlich, jetzt können wir überall schon wieder hinwollen, wo wir hinwollen. Und ich speichere in jedem beschissenen Raum. Und jetzt beginnt der Spaß erneut. Ich habe mir natürlich jetzt nicht den Weg gemerkt. Ich habe null Ahnung, wo ich da langgelaufen bin. Lichtschalter ist immer auf der linken Seite, ich weiß. Ich weiß, dass man die öffnen kann, ne? War ich da drin letztens mal? Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß, dass irgendwo SCP-173 rumstand, wie ein Blöder. Hallo? Dieses blöde Donnern, Alter. Dieses Dröhnen im linken Auge ist für'n Arsch. Wieso ist die Tür da auf? Den guten alten PC haben wir hier. Ich weiß noch, im letzten Durchlauf, dass ich da lang gelaufen bin und dass SCP-173, die kleine Schwuchtel, hinter mir respawnt ist. Das meine ich. Der respawnt hier voll gerne in dem Raum. Wichser. Wieso gibt's hier keine beschissene Tür? Du gehst mir so auf die Eier, weißt du das? Wir tanzen jetzt hier mal ein bisschen Ringelrei um den Typen. Jetzt gehen wir einfach mal nach hinten. Alter, hier geht noch eine Treppe runter, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Nee. Ach, da ging die Treppe runter. Kurze Nebenfrage. Konnte man die Tür da nicht mal schließen? Oder war die nicht geschlossen, weil der PC die verriegelt hat? Einmal kann ich noch. Okay, das ist jetzt sowas von schwul, weißt du das? Ja komm, lass uns küssen! Wichser. Einen kann ich noch. Ach ja, Load Game. Ist SCP-860, ist er jetzt drin oder ist er jetzt nicht drin? Wieso sind die Türen hier auf? Die waren doch sonst immer zu. Moment mal. Nee. Kein Lichtschalter zu sehen. Ich kann mich nicht mal umdrehen jetzt. Alter, lass die Scheiße. Na toll. Junge, du bist doch langweilig. Du bist alt, du bist out. Dich kennt jede Sau, du kleiner Penner. Die Ladefehler kamen immer, während man gestorben ist, ne? Weil er dann so schnell lädt. Ja toll, ihr könnt da gar nichts machen, weil ich den Wichser hier nicht loswerde. Alter! Das ist doch scheiße. Der redet auch nicht mit mir. Wieso nicht? Das ist unfair. Also die Kunst in dem Spiel ist es ja teilweise echt rückwärts zu gehen die ganze Zeit, ne? Bis dann, Arschloch. Die Tür war besser. Wenn SCP-173 näher kommt, dann würden wir das jetzt sehen. Aber scheint, als würde er die Klappe halten. Ey, Mann, ich wünschte mir immer noch mal, könnte diesen Navigator irgendwo unten rechts einen Bildrand hinschieben oder sowas. Jetzt springt er gerade ein bisschen rum. Jetzt hat er gerade ein paar Probleme. Alter, entscheide dich mal, wo du hin willst.
So. Bam. Ich bin in Sicherheit. Was ist denn das? Ist mir zu viel Englisch. Du willst mich doch verscheißen. Du bist scheiße. Weißt du das? Du bist scheiße. Genau dich hasse ich. Und du siehst immer noch so scheiße aus wie früher. Deine Mutter war eine Weiße. Upsala. Lass mich durch, heiß und fettig! Ja, ja, SCP-106, ja, 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 die Schwucht, die kennen wir noch. Ja, er kommt näher und näher und näher. Na, wo ist er denn? Den dürften wir aber auch abhängen können, glaube ich. Da hätten sie die weißen Augen. Tuck, tuck, tuck. Na, wer kommt denn da? Es ist der schwarze Mann. Gummihändchen. Wie jetzt? Totes Ende? Willst du mich verarschen? Ja, ja, los, komm durch die Decke. Durch die Decke. Und Red Train! Juhu! So, Maske aufsetzen, ab geht's! So. Probier mich jetzt zu finden, Arschloch. Ja, jetzt ist er nämlich weg. Abgetankt. So sieht das aus. Glaube ich. Nee, nicht wirklich. Och, du willst mich doch scheißern, sag mal. Der muss doch irgendwann langweilig werden. Alter, du kannst durch Wände laufen. Du hörst wahrscheinlich sogar alles, was hier... Ja, da hinten kommt er. Du weißt wahrscheinlich, was hier alles abgeht und du rennst mir hinterher. Hast du eine Langeweile, sag mal, oder was? Da will ich jetzt nicht rein. Habe ich SCP-173 am Arsch, da habe ich zwei Gegner, um die ich mich rumschlagen muss. Das ist auch wieder Kacke. Auch wenn er gerade irgendwie nicht mehr so zu sehen ist. So, jetzt bin ich auch schwarz, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Arschbacke. Ich renne jetzt hier wie so ein Freiwild rum, gleich kommt SCP-173 und macht Knack. Oder muss ich vielleicht die ganzen Türen zumachen? Hilft das vielleicht mehr? Jetzt war er ganz kurz zu sehen. Jetzt ist er wieder weg. Na? Haben wir den schwarzen Mann abgehängt? Ja! Er hat Langeweile gehabt. Er hat keinen Bock mehr. Schnauze, Ente. Was mach ich denn da? Achso. So, Ruhe. Schon wieder ein Elektrozimmer. Aufmachen. Sieht clear aus. Ich wünschte mal, mit der Scheißmaske könnte man endlich lang die Augen aufhalten. Dann wäre SCP-173 ein Klacks. Jetzt kommen wir, glaube ich, langsam wieder dem Raum näher, wo wir waren, ne? Aber... So, jetzt bitte nochmal auf Deutsch.
Alter! Was ist mit der Maus los? Die spinnt so ein bisschen rum. Okay, hier waren wir nicht. Roter Endpuff. Ja, den kennen wir zu Genüge. Türen immer auflassen. Ich spare ich jetzt absichtlich nicht, weil ich keine Ahnung habe, was der Typ gerade von mir wollte. Hallo! Electric Center! Den kennen wir auch noch. Ich weiß auch, dass der SCP-173 hier Basti immer die ganze Zeit hier irgendwo rum respawnt ist. Die Tür habe ich aber gerade nicht aufgemacht. Das war per Psychokinese. Telekinese. Alter, warum öffnet die Tür hier einfach so? Ach, darum. Sag mal. Die Türen. Och nö, keine beschissene Türsteher schon wieder. Ja, Level 2, glaube ich, brauchte man dafür. Alter, das leckt gerade ein bisschen. Jetzt geht, glaube ich, gleich der Strom aus, ne? Nö. Hä? Note from Daniel. We replaced the burnout tablets of the elevator section B as this morning. Someone should make an... Irgendwas ist jetzt wieder super in Ordnung. Irgendwas ist repariert worden. Das finde ich sehr... Sehr schön. Es werde Licht. Es werde... Ich stelle es auf off. Remote Door Control. Alter, irgendwas mit dem PC ist auf jeden Fall nicht in Ordnung gewesen. Also damit mache ich jetzt nicht mit meinem PC, sondern mit SCP-079. So, damit hat er jetzt keine Kontrolle mehr über die Türen, weil die normalerweise abgeschlossen wären. Weil man nicht in seine Kammer reinkommt. Aber jetzt habe ich die ausgemacht, jetzt kommt man rein und jetzt quatscht damit ein. Alter, hier respawnt immer SCP-173. Zumindest war es letztes Mal auch der Fall. Warum nicht jetzt? Das Spiel ist doof. Es weiß nicht, was es will. Keine Soldatenspastis, bitte. SCP-173. Alter! Willst du mich verarschen oder was? Wo kommt der denn her? Junge! Speichern! Ist klar! Wichser! Er hat gerade die Tür geöffnet. Bist die Treppe verfehlt? Haha! Ich weiß noch, als ich das erste Mal in dem Raum drin war, wo wir als Männer durchgegangen sind. Wo ist er hin? Ich glaube, der hat ein paar Probleme da hinten. Arschloch. Alter! Schon wieder! Konferenzraum, Dr. L und SCP-106 Anwesenheit. Zumindest nicht so wirklich. Keine Ahnung. Ja, gehen wir mal in den Konferenzsaal. Wir müssen ja unbedingt nochmal, ne, ein Wörtchen mit den Typen reden. Keiner da. 173 macht mich da schon wieder wahnsinnig mit seinem Rumteleportieren.
Tja, PC, etwas, was wir nicht aufnehmen können, und noch ein PC und ein roter Ordner, wo ich dachte, man könnte den aufnehmen, und Alter, wie kann ich denn hier so ja, der hat weiter Probleme, irgendwie da wegzukommen. Ich dachte, ich fall da durch. Ja, und den Raum kennen wir doch auch noch. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als ob ich den, meinen ersten Durchlauf gerade rückwärts gehe. Weil sonst kam dieser Raum hier ganz am Anfang. Ja, du bist ein alter Hut. Der ist ja auch mittendrin respawnt, die kleine schwule Sau. Sag mal, stinke ich, sag mal? Wieso kommt denn der Penner ständig hinter mir her? Na toll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Ja. Noch länger, noch länger. Der Raum muss noch länger sein. Los. Ja, auch sehr gut. Wie bin ich denn hier gelandet? Cafeteria, ach so. Und Dr. Gears und Dr. Harp, die kleinen Penner. Und ein roter Puffraum. Cool. Yo, hier werden wir ihn los. Alter, Katja, das ist ein sehr schöner Maps-Generator. Eigentlich direkt von vorne kommen jetzt. Wo sind die weißen Augen los? Ich warte drauf. Weißen Augen. Oh, ja, so ein bisschen weit weg. Dum, 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 dum. ich glaube, ich kann mir noch was zu trinken holen. Da steht nämlich noch eine Flasche Eistee im Kühlschrank. Ich glaube, ich könnte sogar noch mal kurz das Spiel minimieren und meine... Na also, da ist er doch. So, du willst ein Wettrennen machen, du bist ein Sportarm in eine Flasche, das weißt du. Juhu! Ab geht's, durchgerannt! Volle Pulle durch! Und niemand hält uns auf! Juhu! Boah, krass, Alter. Na, wünsche ich mal viel Spaß, wie du herkommst. Ich glaube, ich habe mich gerade viel weiter entfernt als letztes Mal. Na, trotzdem ist er noch hinter uns her. Ich glaube, es geht nach Zeit. Und nicht nach Entfernung. Es dauert einfach nur eine Minute ungefähr, bis er die Suche automatisch aufgibt. Und weg ist er. Jo, monsterfrei sind wir wieder. So, waren da nicht stehen geblieben. Was ist das denn? Notification. Ja, es ist irgendwas mit SCP-106, dass man das unbedingt melden muss, wenn er sich irgendwo nähert oder was. Und, hier gibt es hier eine Menge Abzweigungen, da freue ich mich doch. Zu einem roten Puff zum Beispiel. Mal wieder. Das sind irgendwelche toten Enden, wo die Leute wohl noch später irgendwas hinzufügen werden. Alter... Es reicht so langsam. Die roten
Puffräume sind zwar sehr schön angenehm, weil es dort keine Monster gibt, aber ich will auch mal, dass es ein bisschen weitergeht, ne? Kaution admitanceto autorizet personnel only. Verstehe ich nicht, was soll denn das heißen? Ein Kind mit. Oh, das nehmen wir doch gerne mit. Oh, ein Radio. Ein bisschen FFN hören. Nichts zu hören. Wie konnte ich denn? Ach da. Das war diese relaxing Musik, stimmt? Communication. Ja, das sind irgendwelche Funksprüche, die wir von irgendwelchen MFT-Leuten aufnehmen, auf Gabeln. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das schon mal probiert habe, SCP-598-89995, was auch immer. Dieses komische Vieh, was diese elektrischen Störungen in der Nähe eines elektrischen Gerätes hervorrufen kann. Waren wir hier nicht ganz am Anfang? Ey, was gibt's denn zu essen? Was, ein Elch in der Mülltonne? Was? Melde sofort potenzielle Anomalien. Da kann man durchgucken. Ob das so gewollt ist, ist natürlich eine Frage. Oh, ein Automaten. Was gibt's denn da zu essen? Ach, geil. Was ist das denn? E, W, S, L. Alter, keine Ahnung. Soll ich hier Kaffee reinschrammen oder was? Gibt's hier keinen Enter? Irgendwie nicht. Hä, wieso kommt da eine 8, wenn ich... Alter, wie kann ich das wieder verlassen? Alter! Ach, Rechtsklick. Only personnel of security. Clearance Level 2 or higher. I love it to use SCP-294. Ach, das ist SCP-294. Rigorous than anything other than... Strictly forbidden. Bin ich geschrumpft, sag mal? Ich crouche gerade. Ich crouche! Bin ich geschrumpft? Ach, geiler geht's nicht. Kaffee? Bitte was? Ich check eine Scheiße da. Cup of Coffee. Ich glaub's nicht. Sprint ich damit länger? Ich hab grad Kaffee geschlürft, aber irgendwie bringt das irgendwie nichts, oder? Jetzt habe ich Kaffee getrunken. Und? ein Durchsagepult, eine Tür, die man nicht öffnen kann, ein paar Ordnerchen, tja. Noch eine Tür. Cafeteria hat geschlossen. Schade, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas raus oder so. Wegen dem Bild da. Jetzt ist die Frage, woher kam ich denn jetzt wieder? Ich kam von hinten, glaube ich, genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und ein Ende. Fuck. Können den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen. Ich weiß immer noch nicht, wie man... Also auf der Website kann man nachlesen, was da drin ist, aber da waren wir ja schon drin, da gibt's ja nichts mehr Neues. Die Cafeteria haben wir durchgenudelt. Da können wir runter. Ist da nicht SCP-173 normalerweise? Ja. Empty Cup. Na gut, Leute, es ist sowieso eine halbe Stunde wieder um. Damit verabschiede ich mich zu diesem Part. Vielleicht gucke ich nochmal nach, was es mit diesem Kaffee auf sich hat. Bist du nicht normalerweise mal hier? Hallo? SCP-173, bist du nicht? Meck, meck. Bist du nicht immer hier? Bist du hier? Wo kommt 106 her? Bitte was? Oder nähere ich mich seiner seiner... Der kommt aber nicht näher, oder? Nö. Wieso habe ich hier 106 permanent auf dem Radar? Nähere ich mich vielleicht seiner Anstalt? Das ist nicht dein Ernst, sag mal. Jetzt bin ich den ganzen Scheißweg da unten durchgelaufen und wieder für ein scheiß totes Ende? Tatsache. Es führen keine Türen mehr irgendwo hin. Ja, was hat es mit dem rätselhaften 106 ganz plötzlich auf sich? Wieso ist der ganz plötzlich auf dem Radar? Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis denn!